Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Es gibt keine Desaster, nur Gelegenheiten, soll er mal gesagt und dann hinzugefügt haben. Und natürlich Gelegenheiten für neue Desaster. Welche sich vor allem im Brexit-Drama in den kommenden Monaten bieten werden, das ist noch offen. Aber zumindest ist er nun in der Position, sie ergreifen zu können. Denn künftig trägt er die Verantwortung für sein Land. Boris Johnson, der ehemalige britische Außenminister und Bürgermeister von London, der so lautstark für den Brexit getrommelt hat, hat die Krönung seiner politischen Karriere geschafft. Mit komfortabler Mehrheit wählten ihn die Mitglieder seiner konservativen Tory-Partei zum neuen Vorsitzenden und somit zum neuen Premierminister. Morgen wird er das Amt von Theresa May übernehmen. EU-Reaktion aus Brüssel dazu gleich, zunächst aber aus London, Alexander Westermann. Was die Familie von Boris Johnson heute wohl gedacht haben mag. Schwester und Bruder, beide haben sich immer vehement für ein zweites Referendum und einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Trotzdem lassen sie es sich heute nicht nehmen, gemeinsam mit ihrem Vater ganz vorne mit dabei zu sein. Wer wird neuer Parteivorsitzender der Tories und so auch Premierminister? Etwa 160.000 Parteimitglieder konnten in den letzten Wochen abstimmen. Kurz nach 12 wird das Ergebnis dann verkündet. Gut zwei Drittel der abgegebenen Stimmen entfallen auf Boris Johnson. Damit erkläre ich Boris Johnson zum Parteivorsitzenden der konservativen Partei. Und der wandte sich dann auch gleich, wie man es von ihm gewohnt ist, mit einer pathetischen Rede an Partei und Land. Ich sage zu all den Zweiflern, wir werden das Land mit Energie füllen. Wir werden den Brexit Ende Oktober durchziehen. Wir werden einen Vorteil aus ihm ziehen. Und wir werden wieder an uns selbst glauben. Und wie ein schlummernder Riese werden wir aufsteigen und die Stricke der Selbstzweifel durchtrennen. Boris Johnson, er hat heute also das geschafft, von dem viele behaupten, es sei schon immer sein Ziel gewesen. International bekannt geworden als weltoffener und schräger Bürgermeister von London, gab er sich im Rennen um den Parteivorsitz vor allem als Brexit-Hardliner der ersten Stunde. Fakten, sie waren nebensächlich. Die Tory-Basis umwarb er vor allem mit einem Mantra. Er werde dafür sorgen, dass Großbritannien die EU im Oktober verlasse, koste es, was es wolle, mit oder ohne Deal. Und so zeigen sich vor allem die Brexit-Hardliner seiner Partei heute über den Ausgang der Wahl auch hoch erfreut. Es ist ein fantastisches Ergebnis. Er hat jetzt das Mandat der Tory-Basis, Großbritannien aus der EU zu führen. Wir werden die EU an Halloween verlassen. Allerdings auch der Widerstand gegen einen Austritt ohne Abkommen in der eigenen Partei wächst. Heute kündigten zwei noch amtierende Minister via Twitter ihren Rücktritt an, weil sie den Kurs Johnsons nicht mittragen könnten. Die Mehrheit der Regierung im Parlament aber, sie ist hauchdünn. Und einflussreiche Tory-Mitglieder haben eine offene Revolte angekündigt für den Fall, dass Johnson den No-Deal wirklich durchziehen will. Die Dinge spitzen sich zu. Einige konservative Abgeordnete machen immer deutlicher, dass sie Boris Johnson nicht ausstehen können. Bei einer potenziellen Vertrauensfrage werden sich einige überlegen, ob sie sich nicht zumindest enthalten. Die Vertrauensfrage wird, denke ich, spätestens im Herbst gestellt werden. Und es wird knapp. Boris Johnson, er mag sein Ziel, Premierminister zu werden, heute erst einmal erreicht haben. Die Frage ist nur, wie lange wird er sich halten können? Markus Preis in Brüssel. Jetzt ist der Brexit-Hardliner aber erstmal an der Macht, hat in der EU jetzt, sagen wir mal, das große Zittern begonnen? Nach den Gesprächen, die ich heute führen könnte, muss man einfach sagen, nein, das große Zittern hat nicht begonnen. Denn es gibt zwar einen neuen Premierminister, aber an der Sache hat sich wenig geändert. Und auch im Parlament in Großbritannien hat sich wenig geändert. Und da muss ja ein möglicher Deal durch. Die Frage ist jetzt, wie lange wird Boris Johnson, der ja für diese Art seines Wesens auch bekannt ist, jetzt wirklich pokern? Wird er relativ schnell hier in Brüssel auftauchen, versuchen neu zu verhandeln? Oder wird er sagen, ich bin auch mit einem No-Deal zufrieden und wartet einfach ab, ob sich die EU bewegt? Die Deadline in gewisser Weise wird sein ungefähr der 17., 18. Oktober. Da gibt es hier den nächsten EU-Gipfel. Da müssten dann also Entscheidungen getroffen werden. Und man wartet jetzt gespannt, was Boris Johnson machen wird. Aber das große Zittern, das habe ich heute nicht gesehen. Eher eine große Ratlosigkeit, weil es in Großbritannien diese riesigen Erwartungen gibt, dass sich jetzt groß was bewegt. Aber man in Brüssel das momentan jedenfalls überhaupt nicht sieht. Aber hofft man denn in Brüssel, dass die, sagen wir mal, Bürde des Amtes diesen sprunghaften Boris Johnson in gewisser Weise auch zähmen wird?
Also ich glaube, was sein persönliches Naturell angeht, da hat man da wenig große Hoffnung. Er war ja lange Jahre hier als Brüssel-Korrespondent des Daily Telegraph. Er hat da immer schon gesprochen vom Monster EU. Er hat dann später die EU verglichen mit Hitler und Napoleon, die quasi Europa in einer anderen Weise jetzt einigen wollen würde. Also da sieht man einfach, wie er über die EU gedacht hat. Und da fällt es der EU natürlich auch schwer, jetzt zu sagen, das ist der Mann, dem wir sofort jetzt die Geschenke hinlegen, die wir Theresa May nicht hinlegen konnten. Und dass er im Amt anders ist, also er war ja auch eine gewisse Zeit Außenminister, da hat man ihn hier auch nicht unbedingt als den seriösen Chefdiplomaten wahrgenommen, sondern im Zweifel auch weiter als den auf Effekte ausgerichteten Klassenclown. Aber wenn einer eher so auf Effekte ausgerichtet ist, könnte das nicht auch ein Vorteil sein, dass man da vielleicht ein bisschen weniger starr verhandelt? Man sucht ja alle Strohhalme der Hoffnung, die man finden kann. Ein Strohhalm könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, er ist derjenige, der vielleicht am stärksten Einfluss hat auf die Brexiteers, also vielleicht das doch noch da schaffen könnte, eine Mehrheit zu formen. Und ein anderer Punkt ist einfach, dass man guckt, er ist der Premierminister, er ist jetzt auch in der Verantwortung, sich gegenüber seinem Volk dann zu rechtfertigen. Das sind Strohhalme, aber ob das am Ende reicht, ist eben offen, weil man sieht eben auch ganz klar, er hat ja auch keine Mehrheit, jedenfalls hat das noch nicht gezeigt, hinter sich im Unterhaus. Und jetzt ihm deswegen neue Zugeständnisse zu machen, die dann vielleicht auch wieder durchfallen im Unterhaus, das will niemand machen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist einfach, dass man sieht, Theresa May ist gescheitert und Boris Johnson steht am Anfang einfach nicht in unbedingt einer besseren Position, zu Hause jedenfalls da. Markus Preis, vielen Dank für die Einschätzungen nach Brüssel. Boris Johnson wird neuer Tory-Chef und somit neuer britischer Premierminister. Dazu jetzt ein Kommentar von Annette Dittert vom Norddeutschen Rundfunk. Wer immer noch glaubt, Boris Johnson habe einen verrückten Plan, das Brexit-Schlamassel zu lösen, wenn er erst einmal in der Downing Street ist, der irrt. Der verrückte Plan war, in die Downing Street zu gelangen, und er endet genau da. Und dafür hat er alles geopfert, was eine pragmatische Lösung der Brexit-Krise noch möglich gemacht hätte. Stattdessen versprach er dem ultrarechten Flügel seiner Partei den radikalen Austritt ohne Einigung. Der Tory-Basis erklärte er das als schnellen, klaren Bruch mit der EU, der so gut wie gar nichts koste. Und die applaudierte ihm dafür, wie man einem Stand-up-Comedian applaudiert. Die Tragik ist nur, dass die Show hier nicht endet, sondern ab morgen erst richtig beginnt. Und die Kollision mit der Realität dürfte hässlich werden. Denn nichts von dem, was Johnson versprach, wird er halten können. Er wird scheitern, wenn er versucht, den alten Deal von Theresa May in Brüssel noch einmal aufzumachen. Er wird scheitern, wenn er das nicht tut und es stattdessen darauf anlegt, die EU ohne Deal zu verlassen. Denn dazu fehlt ihm schon jetzt die Mehrheit im Parlament. Und er wird ebenfalls scheitern, wenn er versucht, eine 180-Grad-Wende hinzulegen und doch verlängern will. Denn dann wird ihn der rechte Flügel seiner Partei politisch umbringen, so wie er es bereits mit Theresa May getan hat. Boris Johnson hat die Briten vor 3 Jahren mit Lügen und falschen Versprechungen in den Brexit geführt. Jetzt will er ihn auf dieselbe Weise zu Ende bringen. Und vielleicht ist das sogar gut. Denn wenn Johnson scheitert, muss auch der letzte Gläubige auf der Insel einsehen, dass der Brexit als solcher zum Scheitern verurteilt war. Annette Dittert kommentierte. Für die Kritiker sind sie nichts anderes als Lager, die zur Kasernierung dienen. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer waren sie ein Wunschprojekt im Koalitionsvertrag vereinbart, um Asylverfahren zu verbessern und zu beschleunigen. Seit knapp einem Jahr gibt es hierzulande die sogenannten Ankerzentren. Die Abkürzung steht für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Insgesamt 9 dieser 9 Ankunftszentren für Migrantinnen und Migranten gibt es bislang, je eins im Saarland und in Sachsen und die restlichen 7 in Bayern. Das Ziel war und ist es, innerhalb von 6 bis maximal 18 Monaten das komplette Asylverfahren abzuwickeln und buchstäblich unter einem Dach zu bündeln. Alle entsprechend dafür notwendigen Behörden von Bund, Land und den jeweiligen Kommunen sollen gemeinsam und zügig über die Anträge entscheiden. Wer bleiben darf, soll so schneller vermittelt werden können, wer nicht bleiben darf, schneller abgeschoben. Bevor Seehofer kommende Woche sein eigenes Resümee zum Jahrestag veröffentlicht, hat sich heute schon mal unser Reporter Andreas Herz in einem Ankerzentrum umgeschaut. Frank Kurtenbach und Sibylle Jakob öffnen uns heute das Tor in eine Welt, über die viele reden, aber nur wenige gesehen haben.
Die beiden leiten das Ankerzentrum Donauwörth und bringen uns dahin, wo alles beginnt. Hier findet die Erstregistrierung unserer neu ankommenden Bewohner statt. Wir nehmen also Fingerabdrücke, da haben wir ein Gerät speziell für. Wir machen biometrische Fotos und wir übernehmen die Daten der Bewohner. Und damit sind sie in den behördlichen Systemen in ganz Deutschland erfasst. Kurze Wege und Entscheidungen vor Ort. Wie erhofft, konnten die Asylverfahren so beschleunigt werden. Doch es bleibt der Faktor Mensch. Die Kantine. Mittagessen für die rund 700 Bewohner. Viele unterschiedliche Nationalitäten und mittendrin Lawrence aus Nigeria, der seinen Landsleuten an der Essensausgabe als Dolmetscher hilft. Can I ask you a question? Darf ich dich was fragen? Hast du schon mal eine Situation erlebt, wo zwei oder drei Familien in einem Raum leben? Ist das möglich? Hier müssen drei oder vier Familien in einem Raum leben. Lebensumstände, die krank machen, sagt der Bayerische Flüchtlingsrat und kritisiert die Staatsregierung. Eine frühere Bewohnerin des Ankerzentrums Manching berichtet. Als Frau bist du an keinem guten Ort. Du wirst missbraucht, hast keine Privatsphäre. Der Sicherheitsdienst kann jederzeit in den Duschraum kommen. Das ist keine sichere Umgebung für Kinder. Davon kann keine Rede sein. Wir haben gerade auch die Versorgung von Kindern in den letzten Jahren noch mal deutlich verbessert. Ich hatte erst kürzlich auch noch mal eine Besprechung mit den Vertretern von UNICEF, weil es uns wichtig ist, dass wir gerade Kinder bestmöglich vor Missbrauch schützen, dass wir eine gute Entwicklung von Kindern, solange sie in diesen Unterkünften sind, da auch sicherstellen. Doch wie soll das in der Praxis funktionieren? In Donauwörth ist diese meterlange Tafel entscheidend. Hunderte Kärtchen. Blau für Männer, rot für Frauen, orange für Kinder. Jedes Fach ein Zimmer. Jetzt sind wir in der Rezeption der Malteser. Und wir haben heute eine Familie, die wir umziehen werden in ein anderes Zimmer. Die mussten jetzt in der letzten Zeit mit zwei Familien auf einem Zimmer wohnen. Nun heißt es klug umstecken, Platz für die Familie schaffen und anderswo keine verfeindeten Volksgruppen zusammenlegen. Sie sind sehr nett hier und wir fühlen uns wirklich wohl. Die Karten sollen aber noch einen anderen Zweck erfüllen, nämlich die Kontrolle darüber behalten, wer sich wo im Ankerzentrum aufhält. Entscheidend, wenn es um Abschiebungen geht, denn auch die sollten durch die Ankerzentren erleichtert werden. Also hier, denke ich, gibt es keine großen Vorteile zu kleineren Einrichtungen. Man muss sich das so vorstellen, in einer großen Einrichtung gibt es viele Möglichkeiten, dass Bewohner nachts andere Zimmer aufsuchen und es für die Polizei entsprechend schwerer ist, sie zu finden. Also das ist sicherlich kein Vorteil aus dem Ankerzentrum. Trotzdem, wegen der kurzen Wege und beschleunigten Verfahren ist das Ankerzentrum für Frank Kurtenbach ein Erfolgsmodell. Zumindest solange den Menschen wenigstens ein Rest Privatsphäre bleibt und sie geschützt sind vor Übergriffen. Dass am Wochenende die erste LGBT-Parade, also eine Demo für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender in der polnischen Stadt Białystok, von rechtsextremen Hooligans angegriffen wurde, unter anderem mit Pflastersteinen und mit Knallkörpern, das war offenbar nicht erschütternd genug. Im Gegenteil. Morgen wird eine polnische Wochenzeitung ihren Ausgaben diesen Aufkleber beifügen, mit dem die geneigte Leserschaft dann Farbe bekennen kann. LGBT-ideologiefreie Zone steht darauf. Die Stickeraktion und die Attacken auf die Demo sind nur die jüngsten Vorfälle in einer ganzen Reihe im Umgang mit der LGBT-Community in einem traditionell katholischen Land. Olaf Bock. Es sind schmerzhafte Erinnerungen für den Warschauer Künstler Jarosław Malicki, denn am Wochenende war er in Białystok und wollte für seine Rechte als Homosexueller eintreten. Das war sehr bedrückend. Die Parade ist normalerweise ein Fest der Toleranz. Und dann wurden wir plötzlich mit dieser Aggression und Homophobie konfrontiert. Rückblick. Sie nennen es ihre Gleichheitsparade durch Białystok. Ein Zeichen wollen sie setzen. Das ist auch unser Land. Wir sind auch Teil der Gesellschaft. Ausgelassenheit. Doch sie sind nicht allein. Auf der anderen Seite beten Gegendemonstranten gegen die Sünde. Nach dem Aufruf von Fans eines Fußballclubs versammeln sich dort auch Hooligans aus ganz Polen. Wir wollen unsere Kinder und unsere Familien verteidigen. Uns soll nicht eingeredet werden, dass Nicht-Normales für normal gehalten wird. Eine Regenbogenfahne wird verbrannt, Feuerwerkskörper fliegen, Eier, später auch Steine. Die Polizei ist massiv vertreten, um die Lage auseinanderzuhalten. Pöbeleien und körperliche Gewalt,
auch gegen die Polizei. Es kommt zu zahlreichen Verhaftungen. Heute wendet sich der Ministerpräsident gegen die Gewalt. In Polen gibt es Platz für jeden, doch sicher gibt es keinen Platz für solch hooliganartiges, aggressives Benehmen. Abgrenzung gegen Gewalt, aber Homophobie ist ein Problem in Polen. Es gibt regelmäßige, auch tätliche Übergriffe auf Schwule und Lesben. Staat und Kirche sehen sich als Hüter der Familie. Unter der rechtskonservativen PiS-Regierung haben schwulenfeindliche Töne zugenommen. Gleichgeschlechtliche Ehen bleiben verboten. Und diese Aktion könnte weiteres Öl ins Feuer gießen. Ein Aufkleber mit dem Text LGBT-freie Zone, geplant als Beilage einer Wochenzeitung. Es weckt bei mir die schlimmsten Assoziationen. Judenfreie Zone, wie bei den Nazis in meiner Heimatstadt Bydgoszcz. Das erinnert an Apartheid, Rassensegregation. Da gab es Zonen nur für Weiße und für Schwarze. Sowas erschreckt mich. In den Druck ging der Aufkleber dann doch anders. Jetzt ist nur von einer LGBT-ideologiefreien Zone die Rede. Ab morgen tausendfach an den Zeitungsständen. Was soll das? Es ist eine Form des Protestes in Bezug auf die Pressefreiheit. Wir sind dagegen, den Menschen, die andere Ansichten haben als die LGBT-Aktivisten, den Mund zu verbieten. Wir wollen damit darauf hinweisen, dass es in Polen eine Zensur gibt oder man versucht, sie einzuführen. Er sieht die Toleranz gegenüber Katholiken gefährdet. Keiner geht doch in die Clubs für Homosexuelle und hängt dort Kreuze auf. Sie trauen sich aber doch in die Kirchen und hängen dort ihre Regenbogenfahnen auf. Der Gründer der Partei Wiosna, der Frühling, Robert Biedron, selbst homosexuell, ruft für den kommenden Samstag zu einem Marsch gegen die Gewalt in Białystok auf. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, dass in meinem Land, das ich innig liebe, ich mich dort auch als öffentliche Person nicht sicher fühlen kann. Es scheint ein Kulturkampf zu toben in Polen, für oder gegen LGBT. Jarosław Malicki möchte seine Zeichen setzen. Hier sind Schwule und Lesben willkommen. Gegen den Abriss palästinensischer Häuser an der Grenze zu Israel gab es heute auch in Europa Protest. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Riewer. Deutschland und weitere EU-Länder haben die Zerstörung von Häusern in Ost-Jerusalem durch die israelische Armee verurteilt. Man sei tief besorgt über die fortdauernden Abrisse palästinensischer Gebäude, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich, Großbritannien und Spanien. Das Militär hatte gestern mehrere Häuser neben einer von Israel gebauten Sperranlage zerstört. Die Gebäude seien illegal gebaut worden. In Puerto Rico werden die Rufe nach einem Rücktritt von Gouverneur Roselló immer lauter. Hunderttausende gingen in der Hauptstadt San Juan auf die Straße. Auslöser der seit 11 Tagen anhaltenden Proteste in dem US-Außengebiet sind ein Korruptionsskandal in der Regierung und abschätzige Äußerungen Rosellos über Frauen und Homosexuelle. Der Schuss auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach war nach ersten Erkenntnissen rassistisch motiviert. Das schwer verletzte Opfer sei offenbar allein aufgrund seiner Hautfarbe ausgewählt worden, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Hinweise für einen rechtsextremen Hintergrund gäbe es aber derzeit nicht. Bei dem mutmaßlichen Schützen handele es sich um einen Deutschen, der legal Schusswaffen besaß. Er tötete sich nach der Tat selbst. Bundesverkehrsminister Scheuer hat heute in Wedel bei Hamburg den Startschuss für die Elbvertiefung gegeben. Damit haben die Arbeiten für das umstrittene Projekt offiziell begonnen, trotz Protesten und Klagen. Grund für den Ausbau der Fahrrinne sind die immer größeren Schiffe. Die Hafenwirtschaft erhofft sich nach Jahren der Stagnation neuen Schwung. Umweltschützer befürchten dagegen negative Auswirkungen auf Natur und Artenvielfalt. Der chinesische Staatskonzern BAIC hat sich 5% der Anteile an Daimler gesichert, wie der deutsche Autobauer mitteilte. Es ist bereits der zweite chinesische Großaktionär bei Daimler. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Mit dem BAIC-Konzern entwickelt, baut und vertreibt Daimler schon länger Autos für den wichtigsten Absatzmarkt, China. Nun wird der Partner zum Miteigentümer.
Bay hat sich 5% der Anteile an Daimler gesichert. Kurios dabei, auch Bay-Konkurrent Geely ist bereits mit 10% an Daimler beteiligt. Chinesische Investoren besitzen nun 15% des deutschen Konzerns. Die beiden Firmen gehören zu den führenden E-Auto-Herstellern in China. Alle Beteiligten wollen gemeinsam die E-Mobilität vorantreiben. Dabei ist der Staatskonzern Bay besonders finanzkräftig. Angesichts der künftigen hohen Investitionskosten für E-Autos und nach den jüngsten Gewinnwarnungen von Daimler eine beruhigende Tatsache. Ein chinesischer Staatskonzern erhält Zugang zu deutschen Schlüsseltechnologien. Daimler sieht das entspannt. Er ist schon so lange im Geschäft, dass viele seiner Filme mittlerweile als Klassiker gelten. Filme wie Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, der Oscar-Gewinner Alles über meine Mutter oder Sprich mit ihr und Volver haben Pedro Almodóvar zum bekanntesten spanischen Regisseur der Gegenwart gemacht. Nun, im Spätherbst seiner Karriere, setzte sich selbst ein cineastisches, stark autobiografisches Denkmal. Leid und Herrlichkeit mit Antonio Banderas und natürlich Penélope Cruz in den Hauptrollen. Und im Mai stellten die drei den Film beim Festival in Cannes vor. Am Donnerstag kommt er auch bei uns in die Kinos und könnte auch ein Klassiker werden. Aber das ist ja so eine Sache, berichtet Klaus Lesche. Wenn seine Filme zu Klassikern erklärt werden, beschleichen einen Regisseur zwiespältige Gefühle. Er weiß, er hat es geschafft und er weiß, dass er seinen Zenit wohl überschritten hat. Salvador, das alter Ego von Regisseur Pedro Almodóvar, erlebt das gerade. Sein Frühwerk Sabor wird liebevoll restauriert. 32 Jahre habe ich gebraucht, um mich mit diesem Film zu versöhnen. In diesen 32 Jahren ist viel geschehen. Salvador dreht nicht mehr, ihn quälen Rückenschmerzen, die er nur mit Pillen oder Drogen erträgt. Wie betäubt geht er durchs Leben. Mit seinem Hauptdarsteller Alberto hat er sich überworfen. Doch die späte Anerkennung für den frühen Film ändert vieles. Sie haben mich darum gebeten, dass wir beide ihn vorstellen. Wissen Sie nicht, dass wir seit dem Dreh nicht mehr miteinander reden? Über die Auszeichnung für den gemeinsamen Film finden sie wieder zueinander. Salvador überlässt Alberto sogar einen autobiografischen, erotischen Text. Der Schauspieler bringt ihn auf die Bühne. Wir verbrachten das ganze Wochenende im Bett. Und als ich mir darüber bewusst wurde, war ein Jahr vergangen. Und einer konnte nicht mehr ohne den anderen leben. Das war im Jahr 1981. Und Madrid gehörte uns. Das Theaterstück, die Restaurierung des Films, sie führen Salvador tief in seine Vergangenheit zurück. Schicht um Schicht legt er sie wieder frei. Sein inniges Verhältnis zur Mutter, seine frühe Faszination für Vollmilchschokolade und Filmstars. Da sind zwei Sammelbilder drin. Ach, jetzt lass doch mal die Sammelbilder. Wir essen jetzt. Liz Taylor und Robert Taylor. Glaubst du, das sind Geschwister? Als er einen Maurer beobachtet, erwachen in Salvador erste homoerotische Gefühle. In Leid und Herrlichkeit zieht Pedro Almodóvar eine Bilanz seines Lebens, seiner Erfolge und Versäumnisse. Doch der Film ist keine Autobiografie. Er weist über Almodóvar hinaus, sagt Hauptdarsteller Antonio Banderas. Your life is also the things that don't happen. Dein Leben besteht auch aus den Dingen, die nicht geschehen sind, die aber hätten geschehen sollen. Den Dingen, die du nie gesagt hast, den Dingen, die du nie getan hast. Darum geht es in diesem Film. And the movie is about that. Von Almodóvars typischen Manierismen und schrillen Inszenierungen ist wenig geblieben. In ruhig und souverän komponierten Bildern beschwört Leid und Herrlichkeit, die Kraft der Vergangenheit, die uns fesseln, aber auch erlösen kann. Wer den Film anschaut, der durfte selbst von einer Flut der Erinnerungen überschwemmt werden, dem Leid und der Herrlichkeit des eigenen Lebens. Das ist sicherlich eine Methode, um die Straßen und Gassen von Innenstädten vor Sonnenstrahlen abzuschirmen. Auch wenn es sich hier im südfranzösischen Montpellier etwas mehr noch um eine Kunstaktion handeln dürfte, als um eine Kühlmethode. Aber tatsächlich ist die Frage, wie das Leben gerade in Städten angesichts von Klimawandel und neuen Hitzerekorden kühler und somit erträglicher gehalten werden kann, keine triviale. Denn wenn sich immer mehr Menschen und Verkehr in Metropolen stauen, dann müssen Lösungen her, um sie trotz Hitze im Sommer lebenswert zu machen. Das gilt längst auch für Deutschland, wo in den kommenden Tagen die Temperaturen auf mehr als 40 Grad steigen sollen. Jenny Rieger. Gleißende Sonne, fast 40 Grad. Auf der Baustelle rinnt der Schweiß. Trinken, viel trinken, das hilft den Arbeitern. Aber was macht eine Stadt, wenn sie überhitzt ist? Denn dass Bauen und Hitze eng zusammenhängen, zeigt sich vor allem in den Ballungsräumen wie in Stuttgart. Rainer Kapp ist Experte für Stadtklima und das kennt derzeit nur eine Richtung, nach oben mit der Temperatur.
Wenn wir jetzt sozusagen hier in der Sonne stehen, dann haben wir einmal die direkte Sonnenstrahlung, wir haben die Reflexion vom Boden, wir haben Reflexion von Wärmestrahlung und von Sonnenstrahlung sozusagen von den Gebäuden, und alles wirkt auf uns ein, ähnlich wie in einem Backofen oder wie Flächenheizkörper, die um uns herum positioniert sind. Flächenheizkörper oder einfach Häuser. Dicht an dicht in der Innenstadt, oft mit reflektierenden Fassaden, dazu versiegelte Böden und nirgendwo weht ein Lüftchen. Das Ergebnis, die Stadt heizt sich auf, wird zu einer Wärmeinsel, so der Fachbegriff, aus der die Hitze kaum mehr abfließen kann. Dabei ist die Lösung fast banal. Wir bräuchten mehr thermische Ausgleichsfläche, wie wir sagen. Und das wäre grün, das wären Parks, das wären Wasserflächen. Es können auch Brunnen oder Wasserspiele sein, die möglichst viel Oberfläche erzeugen. Und wir nutzen dann sozusagen die Verdunstungskühlung. Denn wann und wo immer Wasser zu Wasserdampf wird, entsteht Kühlung. Eine kleine Auszeit von der Hitze des Betons. Nicht nur in Städten wie Stuttgart heiß begehrt und hart umkämpft. Beim Gartenprojekt Inselgrün stehen Beete dicht an dicht. Kräuter, Blumen, jeder darf hier pflanzen und ernten, was er will. Weil es schön ist, eine Gemeinschaft bildet und dem schlechten Stadtklima etwas entgegensetzt, zumindest im Kleinen. Wenn man durch Stuttgart läuft, findet man eben keine grüne Oasen mehr. Ich denke, wenn man hier mal 24 Stunden verbringt und sieht, wie viele verschiedene Menschen dieses tolle Klima dann wieder genießen, hier ist die Luft wirklich dann ein Stück besser, dann versteht man das noch besser. Nebenan, nur einen Steinwurf entfernt, entsteht ein Neubaugebiet. Für dieses wird der Inselgrüngarten weichen müssen. Stadtplanung schlägt Kleingartenidylle. Zwar ist auch der neue Stadtteil besonders klimafreundlich geplant, mit einer großen Grünfläche, einem Bachlauf, vielen Bäumen und Frischluftschneise. Dennoch zeichnet sich hier das Dilemma moderner Stadtplanung ab. Wir reden von Flächenkonkurrenz, ja, und wir reden von einem Ringen und wir reden von Abwägungen und von gemeinderätlichen Entscheidungen, die jeden Tag getroffen werden müssen, ob wir sozusagen da ein Gebäude hinstellen oder ob wir sozusagen Bäume pflanzen. Wohnraum oder Bäume? Die Stadt braucht Bewohner, das Klima, das Grün. Eine gesunde Balance schafft urbanen Raum, in dem es sich gut leben lässt, auch wenn die große Hitze kommt. Tja, die Suche nach der richtigen Kühlmethode, die wird uns auch in den kommenden Tagen weiter beschäftigen, denn Claudia Kleinert, es wird immer wärmer. Ja, es wird richtig heiß. Also heiß ist es auch im Moment schon. Aber die Temperaturen steigen wirklich sogar an die oder knapp über die 40 Grad. Und es wird auch große Temperaturunterschiede geben, die man vor allem nachts merkt. Und da, dem Beitrag entsprechend, gerade merkt man diesen Stadteffekt besonders. Wo viel Beton ist, da speichert der die Hitze. Das heißt, morgen früh in Köln 23 Grad, Weilerswist ist 20 Kilometer entfernt. Da ist aber viel mehr Grün drumherum, keine große Stadt, dementsprechend dort nur 18 Grad. Und das wird sich sogar noch verschärfen, denn in den kommenden Nächten haben wir es morgens früh bei Tiefstemperaturen oder mit Tiefstemperaturen von sogar 25 Grad zu tun. Da kann man morgens nicht mal mehr gut durchlüften. Und dann wird dieser Unterschied zwischen Stadt und Land, also in den Innenstädten und am Stadtrand oder außerhalb, noch deutlich größer ausfallen. Denn heiß bleibt es. Das Hochdruckgebiet, das für diese Hitze verantwortlich ist, das bleibt über Deutschland und hält uns im Moment die Tiefdruckgebiete ab. Das heißt, es schafft gar kein Tief, weiter nach Osten zu ziehen in unsere Richtung. Wir haben es mit einer klassischen Omega-Wetterlage zu tun. Das heißt, in der Nacht oft sternklarer Himmel. Bisschen Nebel kann es geben, vor allen Dingen von Vorpommern runter bis zur Uckermark. Und die Temperaturen sinken dann in der Nacht meist auf Werte zwischen 20 und 12 Grad in den höheren Lagen. Das bedeutet, den Rhein entlang kann es aber auch morgen früh 20 bis 23 Grad geben. Sehr warm, auch in den frühen Morgenstunden. Am Vormittag scheint überall die Sonne, am Nachmittag scheint überall die Sonne. Gibt kaum mal ein paar Wolken, vielleicht direkt am Alpenrand. Und die Temperaturen, die steigen dann im Laufe des Nachmittags auf 33 bis 39 Grad den Rhein entlang. Der Wind dazu ist meist nur schwach, er kommt aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Viel Sonne, kaum Wolken, auch Donnerstag und Freitag. Und Donnerstag der wohl heißeste Tag mit knapp über 40 Grad. Das gilt vor allen Dingen so für Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Dort wird es am heißesten, aber selbst Freitag mit 32 bis 38 Grad ist das keine großartige Abkühlung. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit von den Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt das Sommerkino mit dem Spielfilm Das Leben ist ein Fest. Und um 0.30 Uhr bringt Kirsten Gerhardt sie im Nachtmagazin auf den neuesten Stand. Wir tun das morgen Abend wieder. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.